Egal ob Lebensmittel, Kleidung, Geräte oder Waschmittel, viele Produkte werden heute mit grünen Zertifikaten geschmückt. Meistens sind das kleine Siegel mit Bio oder Öko im Schriftzug. Es gibt aber auch kreative Symbole mit grünen Planeten oder fancy Pflanzen. Auf viele von uns wirken solche Produkte dadurch irgendwie nachhaltiger und besser. Und im Angesicht des Klimawandels gibt man dafür vielleicht auch gerne mal 1 bis 2 Euro mehr aus. Leider gibt es weltweit aber immer wieder gigantische Skandale und Kontroversen rund um grüne Zertifikate. Mal bedeutet -50% Plastik doch nicht wirklich -50% Plastik. Mal werden Produkte als Bio gekennzeichnet, obwohl sie es gar nicht sind. Mal denken sich Unternehmen einfach eigene Öko-Label aus, um sich reinzuwaschen. Mal sind die Zustände in Betrieben deutlich schlechter, als man bei einem zertifizierten Ökolandhof erwarten würde. Einige sprechen deshalb sogar häufig von der Bio-Lüge. Im Dschungel der unzähligen Labels und Zertifikate wird es schnell undurchsichtig. Es ist wahnsinnig schwer, sich zurechtzufinden, und über allem hängt die entscheidende Frage: Sind die Bio-Banane, das grüne Waschmittel und das Öko-Shirt wirklich besser als Produkte ohne solche Siegel? Welche Stempel sind wirklich gut und welche nur gewaltige Greenwashing-Kampagnen? Interessant. Also, ich sag euch ehrlich, ich greife auch gerne mal zu Bio, weil ich einfach dann emotional einfach, glaube ich, ein besseres Gefühl habe. Aber irgendwo weiß ich, dass es sehr viel Marketing ist. Keine Ahnung. Fangen wir an mit den offiziellen Bio- und Öko-Siegeln. Die werden schon ziemlich streng reguliert, trotzdem gibt es hier einige Probleme. Besonders bei Lebensmitteln wird immer mehr auf Bio-Label geachtet. Wer Bio einkauft, will häufig nachhaltiger, tierfreundlicher und gesünder konsumieren. Bio ist ein Teil der Antwort auf die Probleme, die die Landwirtschaft heute hat. Aber auch sicher nicht alleine die Lösung für alle Probleme. Das ist Maria Müller-Lindenlauf, Professorin für Agrarökologie an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Damit ein Produkt sich Bio nennen darf in Europa, muss es mindestens den Anforderungen der sogenannten Bio-Öko-Verordnung der EU entsprechen. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner und das ist auch rechtlich geschützt. Also überall, wo Bio oder Öko draufsteht, muss es mindestens diesen Vorgaben genügen. Bei uns in Deutschland gibt es aktuell knapp 98.000 offizielle Bio-Lebensmittel. Das europäische Siegel dafür sieht so aus, das deutsche so. Biobauern dürfen unter anderem keine künstlichen Pestizide oder künstliche Dünger nutzen. Tiere müssen mehr Platz und Tageslicht bekommen, dürfen nicht vorsorglich mit Antibiotika vollgepumpt werden und erhalten größtenteils Biofutter. Gentechnik ist allgemein verboten. In Deutschland gibt es auch noch deutlich strengere Standards, zum Beispiel von Anbauverbänden wie Naturland, Bioland und Demeter. Naja, hört sich ja erstmal ganz gut an. Aber werden Lebensmittel dadurch gesünder und nachhaltiger? Es ist noch ziemlich unklar, ob Bio-Obst und Gemüse gesünder sind als konventionelle Lebensmittel. There have been over time lots of studies to try and prove whether organics is more or less nutrient dense. Das ist Dr. Nicola Cannon. Sie ist Dozentin für Landwirtschaft an der Royal Agricultural University in Cirencester in Großbritannien. And a few studies have shown that, for example, organic milk, particularly in the winter, is higher in fatty acids, good fatty acids, probably or almost certainly because cattle have to be given 60% forage in their diet, and therefore they're having a more natural-based diet, which has more of the omega-3 and omega-6 fatty acids. Ich schwöre auf alles, ich kenne eigentlich fast niemanden mehr, der normale Kuhmilch trinkt. Ich glaube, das ist schon sehr weit verbreitet, dass Kuhmilch überhaupt nicht gesund ist für den Menschen, ne? Also, dass die Menschen damals von der Kuh Milch genommen haben, war, glaube ich, wenn man auf die Geschichte zurückblickt, war, glaube ich, in Notsituationen, wo Hunger herrschte und wo die, ich glaube, die Ernte der Bauern ausgefallen ist, da mussten die aus der Milch, haben die Käse gemacht und solche Sachen, weißt du? Das war notgedrungen. Aber das einfach so die ganze Zeit zu konsumieren, ist, glaube ich, überhaupt nicht gesund. Und ich meine, das ist auch schon sehr weit verbreitet, Alter. Also jeden, den ich kenne, der greift dann auf Alternativen wie Mandelmilch, Hafermilch und sowas. Acid profile within it.
Es gibt aber leider auch viele Studien, die so gut wie gar keinen Unterschied zwischen Bio- und konventionellen Lebensmitteln erkennen lassen. Es ist ebenfalls umstritten, ob weniger Pestizidrückstände bei Bio-Obst und Gemüse auch wirklich gesünder sind. Das muss noch genauer erforscht werden. Alles in allem ziemlich ernüchternd. Aber retten wir durch unsere Bio-Mandarinen und unser Öko-Steak dann wenigstens das Klima? Der CO2-Fußabdruck von Bio-Lebensmitteln ist oft höher als der aus der konventionellen Landwirtschaft. Weniger schädlicher Dünger ist zwar besser fürs Klima, Biohöfe benötigen aber häufig mehr Platz und Ressourcen für dieselben Erträge. Gerade bei tierischen Produkten ist die CO2-Bilanz von Bio oft schlechter. Bio-Lebensmittel scheinen dafür aber deutlich besser für die Artenvielfalt und das Grundwasser zu sein. Wer mehr zu Bio-Obst und Gemüse erfahren will, sollte sich unbedingt das fantastische Video von Kurzgesagt dazu anschauen. Ein Link ist in der Beschreibung. Tiere auf Biohöfen haben es in der Regel besser als auf konventionellen Höfen. Wie die Tiere gehalten werden, ist in einigen Fällen aber trotzdem nicht so großartig und toll, wie ein Bio-Siegel dich vielleicht glauben lässt. Auch dann nicht, wenn man sich komplett an die Richtlinien der EU hält. Teile der Bioindustrie halten zwar alle Regeln ein, ähneln aber sonst eher großen industriellen Mastbetrieben. Erträge sollen maximiert werden, gleichzeitig sollen Kosten um jeden Preis gesenkt werden. Schaut euch hierzu auch gerne mal unser Video zum krassen Lobbying der konventionellen Fleischindustrie an. Beim Tierwohl ist eine schwierige Sache, also das tatsächlich noch weiter zu verbessern, auch im Ökolandbau, weil es halt dann noch teurer wird. Und da sitzen wir dann alle in einem Boot, dann müssen die Kunden das auch mitmachen. Das können die Landwirte nicht alleine stemmen. In Biobetrieben kommt es auch immer wieder zu Skandalen. Diese Betriebe müssen mindestens einmal pro Jahr von einer Kontrollstelle überprüft werden. Die resultierenden Berichte hat die Zeit, sich als Teil einer groß angelegten Recherche zu Biohöfen mal genauer angeschaut. Mal stirbt in Brandenburg die Hälfte des Gänsebestandes aus unbekannten Gründen. Mal werden Küken in Mecklenburg-Vorpommern in viel zu überfüllten Ställen gehalten. Außerdem wird immer mal wieder betrogen. Besonders Betriebe, die sowohl Bio- als auch konventionelle Lebensmittel vertreiben, deklarieren ihre herkömmlichen Produkte gern mal heimlich als Bio. Halten wir fest: Bio-Lebensmittel sind allerhöchstens ein kleines bisschen gesünder als konventionelle Lebensmittel. Bio ist oft schlechter fürs Klima, dafür besser für die Artenvielfalt und das Grundwasser. Laut Müller-Lindenlauf sind Biosiegel insgesamt ein Schritt in die richtige Richtung. Wenn die EU-Standards mal nicht eingehalten werden, sind das laut ihr größtenteils Einzelfälle. Außerdem gäbe es natürlich auch etliche Skandale in der konventionellen Landwirtschaft. Sie geht davon aus, dass die Kontrollen in Biobetrieben viele solcher Missstände verhindern. Was Bio beiträgt, ist, dass es einen Produktionsstandard ist, der höhere Leistungen für Umwelt und Gesellschaft auch bringt und auch ein Siegel ist, an dem sich Kunden orientieren können. Laut ihr müssten sich aber vor allem auch unsere Konsumtrends ändern. Also ich sag euch ehrlich, wenn ich zu Bioprodukten greife, ich bin ehrlich, ne, dann nicht, weil ich davon ausgehe, dass das irgendwie klimafreundlich ist oder dass die Artenvielfalt irgendwie dadurch geschützt wird, sondern eher, weil ich mir denke, dass das Tier, also wenn ich jetzt zum Beispiel Biofleisch kaufe, dann denke ich mir, dass das Tier dann irgendwie mit vernünftigen Sachen gefüttert wird und nicht so vollgeballert wird mit Antibiotikum und Chemikalien. Das denke ich eigentlich, wenn ich zu Biofleisch zum Beispiel greife. Aber auch ähnlich bei Bio-Obst oder Gemüse, dann denke ich mir so, okay, es wurde nicht so gespritzt, es wurde nicht mit Chemikalien gearbeitet. Keine Ahnung, vielleicht liege ich ja damit völlig falsch, dann müsste ich das Bio-Ding nochmal komplett überlegen. Nur Bio allein reiche nicht aus, wenn man möglichst wenig negativen Einfluss auf die Wäre aber auch zu einfach, ne? Wenn es so wäre. Es wäre, glaube ich, zu einfach. Umwelt und das Klima nehmen und sich gesund ernähren will. Dafür müsste man vor allem saisonale, regionale und größtenteils pflanzliche Produkte essen und weniger Lebensmittel wegschmeißen. Die offiziellen Bio-Siegel bei Lebensmitteln scheinen also eine Daseinsberechtigung zu haben und grundsätzlich gut reguliert zu werden. Biohack heißt aber auf keinen Fall glückliches Rind und Bio-Avocado heißt nicht gut fürs Klima. Hä?
Unternehmen und Organisationen dürfen sich auch eigene Siegel ausdenken, sogenannte First-Party-Labels. Bei denen legen sie ihre eigenen Standards fest. Diese werden von keiner unabhängigen Stelle kontrolliert. Und hier beginnt die Shitshow. Begriffe wie Bio und Öko sind bei Lebensmitteln zwar rechtlich geschützt und dürfen nur verwendet werden, wenn man die Standards einhält. Doch es kommt immer wieder vor, dass sich Unternehmen trotzdem Siegel ausdenken, die förmlich nach Bio schreien. Bei Lebensmitteln wird in der Regel hart gegen diese irreführende Werbung vorgegangen. Auch bei Waschmittel, Klamotten und elektronischen Produkten gibt es grüne standardisierte Label, wie zum Beispiel das EU-Umweltzeichen. Außerdem gibt es Label für Stromanbieter, Gebäude, Tourismusangebote, industrielle Maschinen, alle mit unterschiedlich strengen Standards. Einige dieser Märkte werden aber bei weitem noch nicht streng genug reguliert oder es fehlt schlichtweg an vertrauenswürdigen Standards. Häufig sind Verbraucher auch nicht mit den jeweiligen Symbolen vertraut. Gerade deshalb kommen firmeneigene Siegel häufiger zum Einsatz. Auf einigen Waschmitteln von Henkel. Es muss eigentlich so ein Gesetz geben, da ist die Politik wieder der letzte Mülleimer. Alles, was irreführend ist und den Endkonsumenten glauben lässt, dass das Bio sei, darf nicht. Das muss die Standards erfüllen. Einfach nur sowas Ähnliches zu machen. Ich weiß nicht, warum die Politik da nicht einfach eingreift, ne? Warum lassen die das einfach so zu? Weißt du, wie ich meine? Das ist doch unglaublich, Alter. Das könnte ein Telefonat sein. Henkel findet man zum Beispiel immer wieder dieses Siegel. Für eine saubere Welt. Dieses vermeintliche Umweltlabel hat sich Henkel laut Recherchen der Zeit einfach selber ausgedacht. Welche Standards Henkel-Produkte für ihr eigenes Siegel erfüllen müssen und wie genau sie kontrolliert werden, wird auch auf der eigenen Website für eine sauberere Welt nicht so richtig deutlich. Ein Teil des Siegels scheint ihr Beitrag, also unser Beitrag zu sein. Da kann man unter anderem nachlesen, wie man seine alten Persil-Produkte upcyclen kann. Die selbstgemachte Mini-Tragetasche und der Zeitschriftensammler aus Persil-Plastik schützen das Klima am Ende am besten. Offizielle Öko-Label von unabhängig. Ich schwör's dir, diese ganze Plastik- und Umweltgeschichte ist so heuchlerisch in sich und widersprüchlich und paradox, das ist nicht mehr lustig, Alter. Die ganze Zeit Plastikprodukte verkaufen und verbreiten und dann sagen, oh, unser Klima. Ey, das ist die größte Verarsche aller Zeiten. In Kontrollstellen wie der AIF. Nicht, dass es das nicht gibt mit dem Klima, aber dass der Mensch sich da sein eigenes Grab schaufelt und dann am Ende rumheult, Alter, das ist doch ein Witz. SE oder vom Bundesumweltministerium tragen nur wenige Persil-Produkte. Was das Plastik in den Verpackungen angeht, ist Henkel aber natürlich sehr transparent und liefert harte Zahlen und Fakten. Zum Beispiel bei diesem Produkt. -50% Plastik. Wow, nicht schlecht. Wirkt ja erstmal so, als hätte Henkel mega innovativ eine nachhaltigere Lösung für ihre Plastikverpackungen gefunden. Aber warte, was steht da im Kleingedruckten beim Sternchen? Verglichen mit Persil Universal Gel 65WL. Das Persil Universal Gel ist eine Flasche mit 3,25 Litern Inhalt. Das andere ist eine 1,3 Liter Flasche. Die Flaschengröße hat sich also einfach mehr als halbiert, weil das Waschmittel stärker geworden ist. Eine kleinere Flasche verbraucht weniger Plastik. Genius. Wir haben Henkel um Stellungnahme gebeten. Wir wollten wissen, welche konkreten Standards für das Label für eine saubere Welt erfüllt werden müssen. Laut Henkel lobe der Konzern mit diesem firmeneigenen Siegel seine eigenen ökologisch vorteilhaften Verpackungskonzepte und Rezepturen. So seien beispielsweise die Flaschenkörper der Gele vollständig recycelbar und die Rezeptur bestehe aus mehr als 92% biologisch abbaubarer Inhaltsstoffe. Der Vergleich der unterschiedlichen Flaschengrößen mit dem kleinen Sternchen sei aus Henkels Sicht angebracht. Beide Flaschen beinhalten genug Waschmittel für 65 Waschladungen und durch den Vergleich könne die Plastikeinsparung bei Verwendung des Ultrakonzentrats leichter nachvollzogen werden. Solche Marketing-Shenanigans kommen immer häufiger vor. Unternehmen in so gut wie jeder Industrie bringen eigene, angeblich grüne Label auf den Markt. Besonders unreguliert ist derzeit die extrem schmutzige Fashion-Industrie. Vor einiger Zeit haben wir uns zum Beispiel schon mal mit dem Modekonzern Shein beschäftigt. Fast Fashion. Shein ist die Zukunft dieses Geschäftsmodells. Ultra Fast Fashion. Jeden Tag gehen bei Shein rund 7.000 bis 8.000 neue Produkte online. Kleidung aus Polyester ist häufig günstiger herzustellen als klassische Baumwolle. Wir kaufen immer mehr und schmeißen immer mehr weg.
Fast 60% aller global produzierten Kleidung landet innerhalb eines Jahres in der Verbrennungsanlage oder auf einer Müllhalde. Shein ist einer der größten Umweltverschmutzer der Fashionwelt. Momentan bietet der Konzern mehr als 500.000 Produkte aus billigem Polyester, also Plastik, auf der eigenen Website an. Der Konzern ist berüchtigt für die absurdesten Nachhaltigkeitsversprechen. Aktuell haben sie diese super weirde Warum aus Polyester? Warum Plastik? Warum nicht aus Hanf? Ist doch viel umweltfreundlicher und schonender. Warum, Alter? Geht doch. Gibt's doch die Möglichkeiten. Warum so immer, ja? Die In-Cares-Kampagne für Tiere rausgehauen? Der Kampagnenwahl im Hintergrund der Website schwimmt wahrscheinlich durch firmeneigenes Shein-Mikroplastik. Dafür gibt es aber einen tollen Hashtag zum Teilen auf TikTok und Insta und T-Shirts mit nicht zertifizierter Baumwolle mit Tieren drauf. Sheins Greenwashing-Strategie ist so skurril, dass sie für viele wahrscheinlich ziemlich leicht zu durchschauen ist. Doch das Problem in der Fashion-Industrie ist noch um einiges größer. Umfragen legen nahe, dass Käufer von Klamotten grünen Siegeln und Zertifikaten sehr vertrauen. Deutlich mehr als den eigenen Versprechen der jeweiligen Marke oder dem, was Familie oder Freunde über die Marke denken. Und gerade bei diesen grünen Siegeln, die so wichtig für die Käufer sind, herrscht ein gefährliches Chaos. In einer Studie der Changing Markets Foundation wurden 10 gängige Öko-Label in der Fashion-Industrie nach verschiedenen Kriterien untersucht. Viele der Label seien weder transparent, was ihre Standards angeht, noch seien die jeweiligen Kontrollstellen wirklich unabhängig. Außerdem können nur wenige von ihnen einen positiven Einfluss auf die Umwelt belegen. Einige der Label würden sogar komplett synthetische Textilien wie Polyester, aka Plastik aus Erdöl, nachhaltiger bewerten als natürliche wie Seide und Baumwolle, ohne zu erklären warum. Die undurchsichtige Flut an grünen Siegeln auf so gut wie jedem Produkt macht es unglaublich schwer, nachhaltig einkaufen zu gehen. Bio gleich gut ist leider nicht automatisch der Fall. Und ein grüner Planet auf einem Hosenetikett kann so gut wie alles bedeuten und meistens nichts. Absolut. Natürlich ist nicht jedes grüne Label Teil einer hinterhältigen Greenwashing-Kampagne. Einige Unternehmen und Organisationen, die eigene Standards und Label herausbringen, wollen tatsächlich Veränderungen und tun ihr Bestes, nachhaltiger zu werden. Doch das reicht nicht aus. Siegel sollten härter reguliert und transparenter werden. Wir sollten darüber informiert werden, für welche Standards sie stehen, wie genau der Einfluss auf die Umwelt ist und wie die Kontrollen aussehen. Gleichzeitig sollte man sich fragen, ob etliche unterschiedliche Label für ein und dasselbe Produkt nicht schlicht unnötig und verwirrend sind. Bei Lebensmitteln ist es bereits einfacher, sich zurechtzufinden, als zum Beispiel bei Klamotten. Dort gibt es jetzt auch erste Vorstöße auf EU-Ebene. Doch bis dahin müssen wir uns über das grüne Label auf unserem neuen H&M-T-Shirt wohl weiterhin selber informieren. Sehr interessant. Also dieses Thema mit Bio Mio, das fragt man sich, ne? Ja, am Ende ist das alles Marketing, Leute. Also ich glaube, die wenigsten großen Konzerne haben wirklich Interesse, irgendwie den Endkonsumenten irgendwie was Vernünftiges zu liefern. Am Ende geht es nur ums Geld. So wenig wie möglich selber Geld investieren, aber so viel wie möglich einnehmen. Das ist halt so, ne? Ist überall so. Es geht halt nicht anders. Das ist das Ding. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, ne? Und gute Nacht alle zusammen. Ich wünsche euch was. Bis später.